bin Nadine. Ich arbeite bei Findependent in einem Fintech-Startup und studiere nebenan Wirtschaftsinformatik im Master. Ich habe das Company Program 2012-13 gemacht, also vor 10 Jahren. Wir waren Tribella und hatten so eine Knirps-Schirmhülle, also wie ein Etui, und dort drin so einen Mikrofaserstoff mit so langen Zötzeln, und die waren dafür da, dass sie das Wasser aufsaugen vom nassen Knirps. Der Name war meine Idee. Wir sind mit Tribella bis ins Final gekommen. Sogar unter Top 8 und haben dann sogar noch den Marketing und Sales Award gewonnen. Also ja, schon relativ erfolgreich. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe nie gerne vor Leuten stehen und präsentieren. Also weder in der Primar noch nachher in der Kante. Das habe ich nie gerne gemacht. Und innerhalb unseres Mini-Unternehmens war ich eigentlich auch eher eine scheue Person. Und das Reden habe ich eigentlich lieber den anderen überlassen. Und während dem Company-Programm bist du halt einfach in so Situationen gekommen, wo du vor Leuten reden musst. Also gerade so Verkaufsgespräche führen. Man hat ja auch ein bisschen Tipps austauscht untereinander und hat dann auch Verkaufsgespräche abschliessen erfolgreich und so. Und das war natürlich mega der Confidence Booster. Das Entscheidende für mich war nachher dann aber mehr, dass ich bei Yes arbeite als Program Managerin und dort halt mehr so Sachen machen musste. Also ich musste vor der Klasse Präsentationen halten, an den Workshop, dann in grossen Aulen, und gemerkt habe, es geht. Ich habe aber auch gemerkt, für mich, es liegt noch mehr drin. Also ich habe auch immer Leute bewundert, die das sehr gut können und auch mega natürlich können vor Leuten stehen und schwätzen. Und ich hatte immer die Ambition, dass ich das auch möchte können. Ja. Genau. April 2020. Habe ich dann angefangen bei Findependent. Also ich bin eigentlich als die erste Person nach dem Gründer eingestiegen. Er war schon etwa ein Jahr lang dran, hat eigentlich alles aufgeleistet, und ich bin eigentlich eingestiegen, wo so die ersten Beta-Kunden ausprobiert haben. Mit unserer Anlagen-App haben wir das Ziel, das Anlegen möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Also es ist einfach, es ist alles transparent, digital und günstig. Wir haben bei Findependent die Idee, dass wir bei «Die Höhle der Löwen» mitmachen können. Das ist eigentlich relativ spontan. Da haben wir uns dann noch beworben und sind dann gecastet worden. Und dann schlussendlich, aus verschiedenen Gründen, bin ich dann auserkoren worden, sozusagen mitzugehen. Und zuerst ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich will. Also es war nicht so, ja, yes, geil, mache ich. Sondern ich war echt mega hin und her gerissen, wie ich das machen will. Also in den Tagen vor dem Auftritt war es bei mir so, dass ich immer wieder mal so ein bisschen Panikattacken bekommen habe. Und dachte, scheiße, wieso habe ich zugesagt? Also ich habe halt den Text so gut gelernt, dass ich ihn praktisch auch im Schlaf aufsagen konnte. Und habe es dann genau in dem Moment, wo ich nervös wurde, auch wieder gemacht. Dann wusste ich, okay, egal wie ich mich fühle, die Worte kommen einfach raus. Und da hat mir extrem viel Sicherheit gegeben, dass es dann auch in der Höhle so wird sein. Hallo zusammen. Hallo liebe Leute. Es freut uns, heute hier zu sein. Das ist Nadine und ich bin Matthias, der Gründer von Findependent. Sparen nur auf dem Sparkonto, das lohnt sich heutzutage nicht mehr. Wir finden, das muss auch anders gehen. Schließlich sollen alle mit dem Anlegen clever sparen. Ja, wir haben dann auch ein Investment geholt. Der Roland Brack hat in uns investiert. Wir hatten verschiedene Angebote, eigentlich von 3 Leuten, und haben uns dann für ihn entschieden. Und im Nachgang der Sendung, wo wir so im Backstage-Bereich waren, ist dann der Lukas Speiser noch mal zu uns gekommen und hat so gefunden, ja, das ist mega schade. Er hätte gerne in uns investiert, und darum sind wir dann noch einmal auf ihn zugegangen, ein paar Wochen später, und schlussendlich haben wir ihn dann noch gewinnen als zweiten Investor. Wow! Ja. Cool! Ich würde das Compre-Programm auf alle Fälle weiterempfehlen. Für mich war es der Anfang von ganz vielem und hat mich extrem geprägt. Zu merken, was man alles erreichen kann. Also natürlich mit der Unterstützung der Lehrpersonen und dem ganzen Rahmen, den Yes hat. Aber ich meine, wir waren ein paar junge Leute, die hier in einem Jahr ein Mini-Unternehmen gegründet haben, ein Produkt verkauft haben. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Erlebnis, und da kann man so viel davon profitieren, dass ich es wirklich jedem weiterempfehlen kann.